Und damit willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda im Live-Let's Play. Willkommen immer noch auf EOS. Sehr lange auf EOS. Pathfinder, ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Erstmal Bossausgang, Happy Birthday. Oh, danke schön. Aber es ist noch zu früh. Wie ist es so, 28 zu sein? Tut mir leid, dass ich nicht bei dir sein kann, aber ich hoffe, du hast richtig Spaß mit deinen Freunden auf der Lexus. Lass es knacken. Hast du mein Geschenk bekommen? Ich habe den Zwinger extra für ihn gebaut. Ich weiß, er kann Buster nicht ersetzen, aber es heißt, wenn man einen Adi von klein auf groß zieht, bleibt er einem ein Leben lang treu. Gib ihm einen guten Namen und erzähl ihm viel Gutes von mir, damit er weiß, dass ich auf deiner Seite stehe. Hoffentlich ist deine Geburtstagsparty so großartig, wie du es bist. Nächstes Jahr feiern wir zusammen. Du, ich und der kleine Kerl. Ich liebe dich. Oh. Transfergesuch abgelehnt. Remetus. Ich habe ihr Gesuch erhalten. Es tut mir sehr leid, aber ein Transfer ist momentan nicht möglich. Ich verstehe, dass sie nach ihrer Schwester suchen möchten, die sich auf der Turianischen Arche befand. Aber da wir seit unserer Abreise aus der Milchstraße keinerlei Kontakt mit der Nathanus hatten, waren ihre Mühen umsonst. Die Initiative braucht sie hier auf EOS, um Methoden zur Erhaltung der Lebensfähigkeit zu erforschen. Ihre Arbeit ist für uns alle wichtig. Sie müssen Geduld haben und warten, bis sie Nachricht vom Verbleib der Nathanus erhalten. Edison. Alles klar? Hey Jungschmund, hoffentlich ist da unten alles klar. Es gibt Gerüchte über die unfreundlichen Einwohner, aber damit kommst du sicher klar. Ich wollte nur sagen, dass die Sache, über die wir letzte Woche geredet haben, läuft. Sloane hat heute das Signal gegeben. Wir machen es morgen. Okay, viel Spaß. Wenn alles nach Plan läuft, nehme ich dich mit hierher, um zu feiern. Wenn nicht, naja, wir hatten es gut. Wir bereuen nichts, oder? Pass auf dich auf. Bis bald. Colt. Okay. Vielleicht können wir die Kette ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur, unsere Optionen durchzugehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren hierauf nicht vorbereitet. Ja, ich auch nicht. Und trotzdem habe ich es geschafft. Das ist weiter in die Richtung. Da hinten. Okay, wo da? Hinten. Hui. Aber die Nomad. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hier oder ein langsamer Tod wie in Versprechen. Schluss mit den düsteren Gedanken, Liam. Okay, sobald man das Wasser berührt, ist tot. Fahren wir dem außen rum. Nein, nicht fremde Fahrzeuge besteigen. Was zum Pathfinder? Diese Leiche. Welche? Ein Scan könnte uns mehr verraten. Welche? Stimmt, davon lag hier noch irgendwo eine Leiche, die ich... Da. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Und wir wissen auch von was. Die Cat haben widerliche Schoßtierchen. West, Porter M. Haben Sie das mitbekommen, Lexi? Ja, Pathfinder. Ich habe die Unterlagen aktualisiert. Also ich muss hier mehrere Leichen finden und scannen anscheinend. ...0,04 Mikrosievert pro Stunde. Okay. Totgeprügelt, so. Auch kein schöner Tod. Stellen Sie sich nur vor, wie es gewesen sein muss, den ganzen Irrsinn auf... Hier ist Chief Reynolds gestorben. Die Sandstürme haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Es sehen mir eher aus wie Rüstungsteile nur noch. Kackens! Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Ja. Eine Beinschiene.
Laut Scan befinden sich Gewebe- und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Karkin-Futter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter. Noch ein Panzerungsteil. Chief Reynolds Helm. Die Suche geht weiter. Gut, dass die Suche mir genau mal Zeit anzeigt, wo ich hin muss. Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. Pathfinder. Der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nilken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Naja, vor einem stehen kann aber trotzdem auch hinter einem sein, ne? Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Es ist wirklich ein Karkin-Nest. Ausschwärmen! Na, fahren. Warum sollte ich mir die Mühe machen, dass die abschließen? Oh, ganz viel Cadmium. Materialien. Bestätige Ausrüstung der Initiative, einschließlich Universalwerkzeug von Security Chief Hiram Reynolds. Wenn Sie es einschalten, kann ich die Daten übernehmen. Datenzugriff. Der Chief hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Der Scanner hat 2 Schüsse registriert. Der erste wurde von einem Standardgewehr der Initiative abgefeuert und verfehlte. Der zweite kam von hinten. Eine Impulswaffe der Kett. Das beweist, dass Nilken unschuldig ist. Er hat Reynolds nicht erschossen. Scheint eindeutig zu sein. Gute Arbeit. Pathfinder, es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nilken? Tut mir leid, alter Freund. Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Das klingt wie... Bestätige. Stimme als Verdächtiger Nilken identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Aber er wollte ihn töten. Ich muss nochmal mit dem Mann reden. Oh. Er hat ihn nicht getötet, aber... es ist... Ne? Wollte, aber nicht hat. Das ist ein Unterschied. Nur weil ich jemanden töten will, heißt es nicht, ne? Dass es schlimmer sei. So, oder so ähnlich. Irgendwo hier Steine kloppen. Und hier gibt es ein Geheimdeep. Okay, da muss ich auch nochmal gucken dann. Welche Richtung muss ich dafür? Nach links. Tempest ist ein guter Name. Nicht der beste, aber gut. Und was wäre der beste Name? Hey, nur weil ich mich beschwere, bedeutet das nicht, dass ich darüber entscheiden will. Das bedeutet es nie. Ich zum Scan, okay. Irgendwas? So, als würde es hier irgendwann später einen Untergang geben oder so. Ah. Wenn zum jetzigen Zeitpunkt. Nee. Was haben wir denn hier?
Meine Sensoren registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank steht, Pathfinder. What? Sollten wir es für Chief Lucan scannen? Es würde seine Geophysik VI deutlich verbessern. Hallo, ich versuche rauszukommen. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Ja, ich versuche schon abzuhauen. Au, 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 au. Zurück ins Dorf, wo war das? Wo war das? Irgendwo weiter geradeaus, okay. Ding hält aber echt viel aus, muss ich sagen. Wenn Sie schon zum Sicherheitsteam gehören, dann sorgen Sie auch für Sicherheit. Ich weiß, was ich tue. Bevor ich damit angefangen habe, gab es diesen Job gar nicht. Wenn wir scheitern, gibt es keinen unserer Jobs mehr. Das ist mir bewusst. Danke. Bitteschön. Hier gab's einst jede Menge kluge Leute. Sieht nach Pibis Technologie aus. Halten Sie die Augen nach allem offen, was groß und hungrig aussieht. Beständigkeit ist mehr als nur ein Name. Es ist jetzt unsere Pflicht. Lassen Sie jetzt das Zone. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Irgendwas Interessantes hier? Die. Ah. Wo man manche Sachen scannen kann. Ohne irgendeinen Nutzen zu haben. Ich bin nur lore-mäßig. Oh, jetzt ist es genau das herum. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Da. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas ge... Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Hier war das, genau, hier war das Vieh drin. Im Raum hier. Der Rest ist jetzt nicht mehr hier. Okay, gut. Wir könnten uns mal um die Fähigkeiten kümmern, würde ich sagen. Schon wieder 4 Punkte. Also ein Level up. Nehmen wir mal die Luck und Betäubungsschuss. Bestätigen. So, ihr dürft automatisch. Und auch automatisch. Hallo, rein, 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 danke. Wie schafft man das da? Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Sie waren lange bei den Asari. Wo ist deren frühe Tech? Ihre Entsprechung eines Automobilmuseums. Das war vor ungefähr 30.000 Jahren. Davon ist nicht viel übrig. Oh, kein Chitty Chitty Bang Bang bei den Asari? What? Und kein Kinderfänger. Ist vielleicht besser so. Noch mehr von Pibis Relikttechnologie. Pathfinder.
Forschungsnotizen Anna Carell. Wir sind in einer kleinen Gruppe von der Nexus aufgebrochen, um als Pioniere auf Eos zu landen. Die meisten meiner Leute wollen schon wieder zurück, aber ich bin entschlossen, zumindest etwas Gutes für die Initiative zu tun. Ich habe diese Ruine entdeckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde sie weiter erforschen. Wer auch immer das hier das hier gebaut hat, könnte sich noch in Helios aufhalten. Und wir brauchen seine Hilfe. Nichts ist so, wie Jin Garsen es sich vorgestellt hat. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. Hä? Noch irgendwas zu scannen? Auch Lithium. Nö, gut, dann rein hier. Okay. Versuchen wir das Ganze nochmal. Sind wir diesmal etwas schneller. Und halten uns nicht unnötig irgendwo auf. Die Strahlungswerte liegen im kritischen Bereich. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Aber wie macht man... Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Lebenserhaltungssysteme kann ich wahrscheinlich offline. Ich kann es wahrscheinlich aber noch nicht machen. Okay. Ich muss mal den Planeten erst weiter. Die wir auf Habitat 7 gefunden haben, ist also die gleiche wie hier? Sieht so aus. Zumindest nach dem, was Pibi erzählt hat. Dann sind es jetzt schon zwei Planeten. Nein, zwei Planeten. Was bedeutet das? Sie wissen, was es bedeutet. Wir satteln auf und finden es raus. Alles klar. Irgendwo da oben. Oh, wie kommen wir da hoch? Pathfinder, ich orte vor Ihnen ein Das sieht nach einer Art Ketteinrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Jetzt muss ich hier hoch. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Ach, schade. Ich finde teilweise die Audio bei den Schüssen immer noch sehr stark. Warte mal, Audio. Ja, okay. Achtung, Cat! So ist besser. Ja, die Sachen zu scannen bringt gar nichts. Getroffen. Feindliche Shuttle im Anflug. Hinten. Achtung,
Ah, oh Gott. Und zeig deinen Kopf. Laufe, 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 laufe. Was steht dort? Granate! Irgendwas habe ich aktiviert, ich weiß nicht was. Warum Verstärkung? Wussten Sie, dass wir hier sind? Deaktivieren und aktivieren. Ja, wer weiß, ob sie wussten, ob wir da sind oder nicht. Aber wahrscheinlich nur das. Ach ne, das deaktiviert diese Schilder da. Ah. Gib mir Munition, dankeschön. Sieht mir nicht so aus, als würden wir einfach reinkommen. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Ich habe ein kleines Problem. Gemacht. Spiel. Ich komme nicht mehr raus. Okay, bis gleich. Okay, perfekt hier. Gut, dann würde ich aber auch sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da. Und wir hören uns dann hier wieder. Bis dahin. Cheerio.